bin Anna und das ist meine Hündin Alma und ich lebe seit knapp einem Jahr in Berlin. Das hier ist quasi mein Bett. Ich schlafe diagonal in dem Bett, weil es nur eine Größe von 1,20 x 1,60 hat. Diagonal funktioniert aber super, weil ich, wenn ich halt die Doppelsitzbank, die ich von vorne nach hinten umgebaut habe, halt, dann habe ich eine 2 Meter Liegefläche. Und dieser Sitz wurde nachträglich nach vorne eingebaut. Das ist einer auf einer Drehkonsole. Wenn ich Besuch habe, kann ich den drehen und ich habe dann hier noch eine lange Liegefläche. Was ich dazu sagen muss, ist eine Doppelsitzbank von vorne, das ist die Original T4-Sitzbank, die nach hinten umzubauen, bekommt man beim TÜV so nicht eingetragen. Aber ja, um mal schnell ein paar Leute zu transportieren, ist es definitiv nutzbar. Also ich habe 4 Sitzplätze, 2 sind allerdings nur eingetragen. Ich war schon immer sehr viel auf Festivals unterwegs, schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich die Hälfte meines Lebens. Und mir hat es halt immer total gefallen, im Bus unterwegs zu sein, in dem T3 von meiner Freundin, mit dem wir riesige Touren gemacht haben, Spanien, ja, und Ungarn. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, ich brauche eigentlich meinen eigenen Van. Und dann bin ich halt nach Teneriffa gekommen und habe hier ein Erasmus-Jahr angefangen und bin dann mit einer Freundin auf die Idee gekommen, dass wir ja eigentlich ein Auto brauchen und am besten auch noch ein Auto, in dem wir schlafen können, weil wir halt am Wochenende immer auf den Psytrance-Partys waren und halt nicht unbedingt im Zelt schlafen wollten, sondern was Vernünftiges haben wollten wegen dem ganzen Wind. Ja, und dann haben wir uns einen Nissan Serena gekauft und haben den halt in so einer Fuschaktion selbst ausgebaut. Wir sind im Baumarkt gefahren, haben uns Sperrholzplatten geholt, haben uns eine Handsäge besorgt und einen Akkuschrauber und haben dann damit diesen Nissan Serena ausgebaut, sind zu Ikea gefahren und haben eine Matratze geholt, haben die da reingeschmissen. Ja, und das war dann quasi der Anfang. Dann hat meine Freundin Nettie da halt erst noch drin gewohnt, komplett, bis sie wieder nach Deutschland gegangen ist. Sie hatte nur 6 Monate Erasmus gemacht und ich hatte dann die restlichen 6 Monate oder sogar noch länger hatte ich dann den Nissan Serena, wo wirklich nichts drin war außer diese Matratze. Und damit war ich halt total zufrieden hier auf der Insel. Und bin dann nach Deutschland zurückgekommen für die Festivalsaison und wollte dann eigentlich relativ schnell einen größeren Van finden, weil mir klar war, dass das Vanlife einfach was für mich ist. Und habe dann lange gesucht und der Markt war total abgegrast. Ich war schon total verzweifelt und bin den ganzen Festival-Sommer irgendwie mit dem Zelt von Festival zu Festival. Ja, und als die Saison dann vorbei war und ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, habe ich halt hier den T4 gefunden und dem auch von einem richtigen Seelenbruder quasi abgekauft, der damit auch auf ganz vielen Festivals war. Und ja, wir haben uns echt gefreut, dass er quasi so in der Familie bleibt, sagen wir es mal so. Ja, und seitdem habe ich jetzt halt den T4, also seit Mitte September. Das ist meine Küche. Ich habe eine Kompressorkühlbox. Allerdings benutze ich die nicht. Also ich benutze sie als Kühlschrank, aber unangeschlossen. Sie wird eigentlich über 12 Volt Gas und ganz normalen Strom laufen. Allerdings ist hier auf Teneriffa das Problem mit den Gasflaschen so ein bisschen tricky. Deswegen habe ich mich von Anfang an dazu entschlossen, einfach nichts auf Gas laufen zu lassen. Und deswegen habe ich auch nur so einen kleinen Gaskocher, wo man die Kartuschen reinpackt. Die gibt es ja sehr günstig in den Chinamärkten für 1 Euro. Ja, und ansonsten, die Kühlbox isoliert halt so ganz gut. Also da ich sowieso meistens frisch koche und Lebensmittel schnell verbrauche, die geöffnet sind, funktioniert das so. Ja, mein Gaskocher steht da. Dann habe ich hier Wasserhahn. Kann ich hier anschalten und die Stärke hierüber regulieren über so ein kleines Röhrchen. Und ja, ich habe halt eine ganz normale Tauchpumpe, die man im Campingbedarf quasi kaufen kann und habe hier hinten in meiner Rümpelkammer, in meiner Abstellkammer, ein 20 Liter Kanister Frischwasser und 40 Liter Abwasser. Ich komme mit ungefähr 40 Liter die Woche aus, also ich muss zweimal die Woche auffüllen. Allerdings gehe ich auch am Strand halt duschen und spüle, wenn ich ganz dreckiges Geschirr habe, spüle ich das im Meer vor, damit ich halt nicht so viel Wasser verbrauche beim normalen Spülen. Und ich putze halt die Sachen vorher nochmal mit Zewa aus, weil ansonsten würde ich halt viel zu viel Wasser hier verbrauchen, da ich alles schleppen muss. Ja, und ja, wie gesagt, das ist so meine Küche. Hier habe ich Töpfe, Geschirr, Handtücher habe ich hier verstaut, ein paar Schneidebrettchen,
Meine große Pfanne passt hier nicht rein. Die hat einen zu großen Durchmesser. Die habe ich hinter der Sitzbank verstaut. Und da packe ich den Gaskocher auch normalerweise hin, damit er mir nicht durchflutscht hier durchs Auto beim Fahren. Hier oben habe ich Tassen, mein Zahnputzzeug und Besteck. Ich brauche halt super wenig Geld im Monat. Ich habe das erste Jahr, als ich hier auf Teneriffa war, von dem Erasmus-Stipendium größtenteils gelebt. Das war halt echt viel Geld. Und da hatte ich sehr, sehr viel Glück, dass ich das Stipendium hier auf der Insel auch bekommen habe, weil es gibt nur ganz wenig Plätze und total viele Bewerber, weil alle nach Teneriffa oder Gran Canaria wollen. Ja, und dadurch habe ich mich halt das erste Jahr dann finanziert und ansonsten stelle ich halt Makramee-Schmuck her und Traumfänger, Kleinkunst, alles, wo ich gerade Lust drauf habe. Und ich habe ein Kleingewerbe angemeldet und mache Dreadlocks. Ich pflege Dreadlocks, erstelle Dreadlocks, mache Extensions und Schmuck dafür. Damit verdiene ich eigentlich sehr viel Geld, weil es lange dauert, einen ganzen Kopf zu dreaden und die Leute dann auch darauf sparen und dann halt, ja, wenn ich dann so einen Dreadlock-Kopf fertig mache, habe ich dann halt erstmal wieder ein bisschen Geld zusammen. Und jetzt habe ich, seitdem ich wieder hier bin, nach der Festivalsaison in Deutschland, habe ich einen Job gefunden und ich putze Ferienwohnungen und das gefällt mir eigentlich auch total gut, weil ich bin unabhängig, mir geht keiner auf die Nerven bei der Arbeit, ich bin alleine für mich, kann Musik hören und dadurch kriege ich so mein Geld rein. Ich kann total viel Geld sparen, weil ich das Geld, was ich verdiene, überhaupt nicht ausgeben kann. Ich gebe allerhöchstens 100 Euro Spritgeld im Monat aus, allerhöchstens. Und da sind die Fahrtkosten zur Arbeit sogar schon mit drin, also zu den Häusern, wo ich putze. Und ansonsten, ja, ich brauche halt nichts, also nichts an materiellen Dingen. Ich brauche keine Anziehsachen, ich brauche keine Möbel oder irgendwie shoppen gehen oder so. Das brauche ich alles nicht, weil ich habe erstens nicht den Platz und zweitens habe ich einfach alles, was ich benötige. Ich kann sogar noch mehr von den Anziehsachen hergeben, die ich mit habe ich jetzt festgestellt. Also man hat halt viel zu viel. Ja, und ansonsten gehe ich halt containern, also recyceln. Wenn ich dann mal abends Lust habe, dann schaue ich halt bei den Supermärkten oder bei den Fruterias, das sind so kleine Obst- und Gemüseläden, in die Container rein und die schmeißen halt riesige Mengen an Lebensmitteln weg. Was noch echt ins Geld schlägt, ist halt die Versicherung. Also ich bin halt versichert und zahle da über 100 Euro im Monat. Handyvertrag habe ich noch, der kostet 17 Euro im Monat mit 8 GB. Ja, aber genau, so 200, 300 Euro habe ich höchstens eigentlich im Monat, denke ich, an Fixkosten. Alma, meine Hündin, die habe ich hier auf Teneriffa adoptiert vor ungefähr einem Jahr. Und aus dem Tierheim Acción del Sol, das ist das schönste Tierheim, was ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Das wird von einer Deutschspanierin geführt und die steckt da so viel Herzblut rein. Und die Tiere haben es da unglaublich gut. Ja, und ich habe Alma da halt dann hergeholt. Die war noch ganz, ganz krank. Die hatte Filaria, als ich die kennengelernt habe. Und Alma war der einzige Hund im Zwinger, der nicht gebellt hat und ganz aufdringlich gebettelt hat, sondern die stand hinten im Käfig und hat so mit ihren Pfötchen getapst und hat mich so angeguckt. Und ich habe halt direkt gesagt, ich möchte den Hund gerne. Und dann hat die Marion zu mir gesagt, ja, aber die ist noch ganz krank und die kann nicht so viel spazieren gehen. Und dann bin ich halt immer wieder gekommen und habe dann mit ihr gekuschelt und immer so kleine Runden gedreht und sie so ein bisschen getragen, weil sie dann noch so schwach war. Und irgendwann, ja, habe ich sie dann mitnehmen dürfen, als dann der Filaria-Nachweis negativ war. Ja, und seitdem ist Alma bei mir. War jetzt auch mit in Deutschland auf den ganzen Festivals, hat sich total gut benommen. Also das ist ein Allround-Hund. Besser hätte es echt nicht laufen können. Die Luni, also die Luna, die Katze, die ist mir hier zugelaufen. Ich habe mir die ganze Zeit schon so eine Van-Katze gewünscht. Ja, und dann bin ich hier auf Teneriffa wieder angekommen. Und auf einmal hatte ich eine Katze im Auto und die ist auch nicht mehr gegangen. Ja, die ist eigentlich nachts immer hier oder sobald ich eigentlich mit dem Bulli hier auf dem Platz drauf fahre, kommt Luna sofort an, die hört das halt. Ja. Und nachts habe ich noch einen Igel, Eddie Igel habe ich den genannt, der frisst immer die Reste von Luna und Alma weg, die noch im Futternäpfchen überbleiben. Dann höre ich es nachts immer rascheln und der Igel kommt wieder. Ich pinkel einfach in die Büsche
Ja, duschen halt bei Freunden oder am Strand oder einfach mal einen Tag nur im Meer baden gehen. Ja, und Toilette, also wirklich für Notfall habe ich hier meinen Mülleimer. Das ist eigentlich ein Toiletteneimer. Benutze ich super selten. Also wenn ich echt mal aufs Töpfchen muss, fahre ich eigentlich nach La Tejita ins Einkaufszentrum, weil da sind öffentliche Toiletten, oder ich gehe irgendwo ganz normal am Strand oder in einer Bar auf Toilette. Ich bin eigentlich so gut wie fertig mit meinem Studium. Also mir fehlen nur noch diese Klausuren plus eine Studienarbeit und die Bachelorarbeit. Also ich habe es halt wirklich nur vor mich hergeschoben jetzt in letzter Zeit. Ja, und dann bin ich eigentlich erstmal wieder frei und werde dann mit dem Bulli erstmal eine richtig schöne große Tour machen, wieder auf die Festivals, werde nach Kroatien fahren zum Modern Festival, werde dann ja jedes Wochenende irgendwo anders sein, nette Leute treffen und einen Pirate Shop halt dann aufbauen und meine Sachen, also mein Makramee-Zeug und die Traumfänger und die Ohrringe, die ich mache und alles da verkaufen, wieder ein bisschen Geld verdienen und dann halt mit dem verdienten Geld zum Winter hin wieder rüber nach Teneriffa. Und dann auf Teneriffa wieder die nächste Festivalsaison einleiten. Also ich bin halt nicht so auf Sicherheiten aus wie die meisten Deutschen. Also mir ist halt dieses extreme Geld ansparen für die Rente und sowas ist mir alles nicht so wichtig. Ich habe einen Bausparvertrag, den ich mir auszahlen lasse, um halt auf einen Schlag meine BAföG-Schulden zurückzuzahlen. Das ist mir halt wichtig, dass ich dann wirklich schuldenfrei bin und nicht halt noch 10.000 Euro Schulden irgendwie auf den Schultern lasten habe. Da, so schlau war ich dann doch, darüber halt nachzudenken und dafür zu sparen. Aber ja, ansonsten, also ich habe jetzt keine private Altersvorsorge oder irgendwelche Zusatzversicherungen und lebe einfach so in den Tag hinein. Und das werde ich auch noch viele Jahre so machen. Und ja, ich denke, wenn ich dann das Studium wirklich fertig habe, entweder habe ich Glück und finde tatsächlich als Landschaftsökologe hier auf Teneriffa einen Job. Es gibt allerdings nur eine Firma hier, die wirklich Landschaftsökologen oder Umweltwissenschaftler einstellen würde. Und diese Stellen sind gefragt, weil diesen Studiengang gibt es auf Teneriffa auch. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich wieder irgendwo als Pflegefachkraft anfangen. Es wäre schön, wenn ich irgendwo privat arbeiten könnte. Das wäre halt am schönsten, wenn ich nicht wieder an dieses marode Gesundheitssystem zurück müsste. Weil das ist eigentlich das, warum ich mich da komplett von abgewendet habe. Aber um Geld zu verdienen, funktioniert's.